Märchenpodcast im Advent mit Diana Drexler. Heute gibt es ein Märchen aus Deutschland. Es war einmal eine Frau. Und diese Frau, die hieß Frau Grau und hatte 7 hungrige Kinder. Und einmal, da backte die Frau Grau in ihrer Pfanne einen dicken, fetten Pfannkuchen und alle 7 Kinder standen drumherum. Und das erste Kind sagte, Mutter, bitte gib mir doch ein Stück von dem Pfannkuchen, ich habe ja so einen Hunger. Und das zweite Kind sagte, liebe Mutter. Das dritte sagte, liebe gute Mutter. Das vierte sagte, liebe beste gute Mutter. Das fünfte sagte, liebe beste gute schöne Mutter. Das sechste sagte, liebe beste gute schöne liebste Mutter. Und das siebte und das kleinste Kind sagte, liebe beste gute schöne liebste süße Mutti, bitte gib mir doch ein Stück von dem Pfannkuchen. Aber wisst ihr, was die Frau Grau sagte? Die sagte, wartet, wartet, bis der Pfannkuchen sich umgedreht hat. Bis der Pfannkuchen sich umgedreht hat? Sie hätte doch fragen müssen, bis ich den Pfannkuchen umgedreht habe. Und der Pfannkuchen, der lag ja so gemütlich in der Pfanne, der hörte sich das an und dachte sich, das ist aber eine gute Idee. Das probiere ich aus. Ja, das werde ich mal gleich versuchen. Und so drehte er sich um und landete auf der anderen Seite. Und als die auch so richtig schön braun gebacken war, sprang doch der Pfannkuchen aus der Pfanne heraus und rollte wie ein Rad zur Tür hinaus. Die Frau Grau hatte in der einen Hand die Pfanne, in der anderen Hand den Kochlöffel, lief hinter dem Pfannkuchen hinterher. Pfannkuchen, bleib stehen, du kannst doch hier nicht wegrollen. Und alle 7 Kinder schrien durcheinander. Und der Großvater, der war auch in der Küche, der lief mit seinem Stock hinterher. Hey, Pfannkuchen, bleib stehen, du kannst doch hier nicht wegrollen. Aber der Pfannkuchen rollte und rollte die Straße entlang und war bald gar nicht mehr zu sehen. Und wie er da so rollte, da traf er doch einen Mann. »Ach, guten Tag, Pfannkuchen«, sagte der Mann. »Ei, guten Tag, Mann Bran«, sagte da der Pfannkuchen. »Lieber guter Pfannkuchen«, sagte der Mann, »roll doch nicht so schnell, warte doch ein Weilchen, ich würde dich gerne aufessen.« Aber der Pfannkuchen sagte, »Ho, ho, ho, hinter mir ist schon Frau Grau geblieben, der Großvater auch und Schreihälse 7. So komm ich dir, Mann Bran, doch auch noch davon.« Und er rollte und rollte immer weiter. Und wie er da so rollte, da traf er eine Henne. »Kuckuckuckuckuck, guten Tag, Pfannkuchen.« »Ei, guten Tag, Henne Glenne«, sagte da der Pfannkuchen. »Lieber guter Pfannkuchen«, gackerte die Henne, »roll doch nicht so schnell, warte doch ein Weilchen, ich würde dich gerne auffressen.« Aber wisst ihr, was der Pfannkuchen sagte? »Ho, ho, ho, hinter mir ist schon Frau Grau geblieben, der Großvater auch, und Schreihälse 7, Mann Bran, so komm ich dir, Henne Glenne, doch auch noch davon.« Und er rollte und rollte immer weiter. Und wie er da so rollte, da traf er doch einen Hahn. Krähte der Hahn. »Guten Tag, Pfannkuchen!« »Ei, guten Tag, Hahn Kradan«, sagte doch da der Pfannkuchen. »Lieber guter Pfannkuchen«, krähte der Hahn, »roll doch nicht so schnell, warte doch ein Weilchen, ich würde dich gerne auffressen.« Aber wisst ihr, was der Pfannkuchen wieder sagte?
Ho, 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 hinter mir ist schon Frau Grau geblieben, der Großvater auch, und Schreihälse sieben, Mann, Brann, Henne, Glenne, so komm ich dir, Hahn, Kradan, doch auch noch davon. Und er rollte und rollte immer weiter. Und wie er da so rollte, da traf er doch eine Ente. Guten Tag, Pfannkuchen! Ei, guten Tag, Ente Lavente, sagte da der Pfannkuchen. Lieber guter Pfannkuchen, quakte die Ente, roll doch nicht so schnell, warte doch ein Weilchen, ich würde dich gerne auffressen. Und wisst ihr, was der Pfannkuchen sagte? Ho, 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 hinter mir ist schon Frau Grau geblieben, der Großvater auch, und Schreihälse sieben, Mann, Brann, Henne, Glenne, Hahn, Kradan, so komm ich dir, Ente, Lavente, doch auch noch davon. Und er rollte und rollte immer weiter. Und wie er da so rollte, da traf er eine Kuh. Muh, machte die Kuh. Guten Tag, Pfannkuchen. Ei, guten Tag, Muckumu, sagte da der Pfannkuchen. Lieber guter Pfannkuchen, sagte die Kuh, roll doch nicht so schnell, warte doch ein Weilchen, ich würde dich gerne auffressen. Aber wisst ihr, was da der Pfannkuchen sagte? Ho, 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 hinter mir ist schon Frau Grau geblieben, der Großvater auch, und Schreihälse sieben, Mann, Brann, Henne, Glenne, Hahn, Kradan, Ente, Lavente, so komm ich dir, Muckumu, doch auch noch davon. Und er rollte und rollte immer weiter. Und wie er da so rollte, da kam er in einen Wald. Und in diesem Wald traf er ein dickes, fettes Schwein. Guten Tag, Pfannkuchen. Ei, guten Tag, Schweinschmielolein, sagte da der Pfannkuchen. Lieber guter Pfannkuchen, sagte das Schwein, roll nicht so schnell, warte ein Weilchen. Hier im Wald soll es nicht so geheuer sein. Lasst uns lieber zusammen durch den Wald gehen. Oho, dachte da der Pfannkuchen, da wird das Schwein wohl recht haben. Und so gingen sie zusammen durch den Wald. Aber im Wald war so ein kleiner Fluss. Das Schwein konnte ja gut hinüberschwimmen, es war ja dick und fett. Aber der Pfannkuchen konnte nicht schwimmen. Wisst ihr, was da das Schwein sagte? Weißt du was? Pfannkuchen, setz dich doch vorne auf meine kleine Schnauze, auf meine kleine Nase, auf meinen kleinen Rüssel, dann werde ich dich schon über das Wasser tragen. Und der Pfannkuchen, der machte das, setzte sich oben drauf. Und was machte das Schwein? Machte das Schwein und hatte den Pfannkuchen in einem Haps aufgefressen. Und da der Pfannkuchen nun aufgefressen ist, kann ich die Geschichte auch gar nicht weiter erzählen. Ist die zu Ende?